Hallo YouTube und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal haben wir einen Scharfschützen ausgeschaltet und sind jetzt wieder in der Intensivbehandlung. Beziehungsweise noch auf dem Dach davon. Aber wir gehen da gleich rein und dann müssen wir ganz nach unten in die Kanalisation, um Killer Crocs versteckt zu finden. Denn da wächst eine Pflanze, mit der wir diese Venom-Verwandlung hier oder diese Titan-Verwandlung aufhalten können. Und das müssen wir natürlich unbedingt tun, denn sonst haben wir ein riesiges Problem. Also, ab durch die Tür. Da müssen wir jetzt einen Weg zum Transferkorridor finden. Ich sehe seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. So, wir müssen eben kurz den Weg hier durchfinden. Augenblick. Das ging nämlich irgendwo auf die andere Seite rüber. Ach ja, richtig. Hier hinten durch erstmal. Zack. Und da liegt eine Riddler-Trophäe da hinten. Die nehmen wir uns mal eben gleich mit. Wenn wir sowieso schon dabei sind. So, zack. Auf da. Da unten. Genau. So. So. Und da unten das Gitter weggerissen. Genau. Mit voller Kraft. Runter. Geht auch. So, rechts durch den Durchgang durch. Und da oben rauf. Und dann kommen wir gleich in einen altbekannten Raum. Nämlich in die Lobby der Intensivbehandlung. Wo wir ganz zu Anfang das erste Mal die Wasserspeier so richtig schön eingesetzt haben. Und da wir das ja diesmal auch können, wird das nicht das große Problem sein. Egal, wie viele bewaffnete Leute Joker dahin steckt. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl. Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Sehr unlustig. Das heißt, wir können die Wasserspeier nicht benutzen. So starten wir den Sicherheitsdienst wieder. Sehr ärgerlich. Da will dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringt Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja. Wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und da können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaube ich. Also dieser Teil hier ist auf jeden Fall ein extremes Geduldsspiel, weil man eben nicht über die Wasserspeier schwingen kann. Jemanden gefunden. So, mal gucken, wie viele da jetzt angelaufen kommen. Das sind erstmal zwei. Da kommt noch ein dritter. Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Was machen wir jetzt? Halt's Maul. Wenn der dritte jetzt nicht angekommen wäre, hätte ich ihn mit dem Multi-Battering da einmal einen draufgehauen und die beiden ausgeschaltet, bevor die wieder aufgestanden wären. Und dann wäre ich ganz schnell verschwunden, aber das ging ja leider nicht. Warte, ich gebe dir Deckung. So, jetzt können wir hier runterhüpfen. Wusstet ihr, dass, wenn man lange genug wartet, diese Pflanzen mutieren und giftige Sporen abgeben, die bei längerem Kontakt das Nervensystem zerstören? Nein. Ich wusste, dass ich vergessen habe, euch was zu sagen.
Na, wo laufen die jetzt hin? Die werden dort lang. Der geht auch da hinten rum. Na schön. Er wird verrückt, wenn er versucht, hier reinzukommen. Komm, ich will da oben rauf, genau. Da möchte ich jetzt hin. Von da oben habe ich einen besseren Überblick und einen besseren Handlungsradius als von da hinten aus dem blöden Schacht heraus. So. Die zwei stehen da. Ist da nicht irgendwo einer alleine? Da drüben. Ich habe euch gesagt, dass ihr die Fledermaus stoppen sollt. Das ist nicht. Also, wenn jetzt noch ein Stück. Ach, der fährt jetzt runter. Naja, gut. Wo sind die beiden? Da hinten? Da kommt noch einer an. Könnte riskant sein, da jetzt runter zu springen. Aber wird schon klappen. So, genau. Und schnell wieder hier rauf. Erstmal hier oben hin, denn da ist gerade kein Gegner. Und wieder oben auf das Dach rauf. Habt ihr die Stundenzettel kontrolliert? Ich bin sicher, heute Morgen fahren wir mehr. Tja, so, was haben wir jetzt noch? 2, 5 noch. Oh, das ist schön, dass der da alleine steht. Kann ich den so umhauen? Nein, hier drüben liegt auch noch einer. Der ist auch alleine. Ja, von hier oben kann man kaum Gleittritt anwenden. Das ist sehr unschön. So. Und nix weg hier. Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du mich hören? Zeige dich! Komm schon. Ja. So, das hättest du wohl gerne. Warte, ich komm mit. Ausgeschaltet und nicht gerade auf eine nette Art und Weise. Ihr habt den Boss gehört. Kommt hier rüber, alle zu mir. Na? Kommt er dann noch mit? Ja. Okay, also ich schalte diese vier, die jetzt noch da sind, nochmal eben aus und melde mich dann gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So. Wieder runtergelaufen hier. Moment, jetzt müssen wir nach unten. Und dann. Ach nee, warte, das sind ja noch die Kraftfelder aktiv. Die werden von, ich glaube, von oben aus kontrolliert. Gucken wir mal schnell nach. Ja, also müssen wir dann nochmal eben kurz da oben rein. Zack, hier rauf. Und da eben rüber. Ach, Mann. Also, was sagt uns das? Nicht um die Ecke sprinten. So. So. Ach, Patientengespräch mit ihm einsammeln. Aha. So. Ja, komm. Ja, ne? Da ist er. Und der dritte. Na, ich hatte ihn doch eben schon. Da ist er. So, jetzt sind die Kraftfelder aus. Und wir können da unten reinlaufen. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon fast beim Transferkorridor.
gerade. Und da auch noch runter. So. Dann gehen wir da drüben durch die andere Tür hier. So, jetzt machen wir kurz hier die Tür auf. Das Kraft fällt weg. Naja gut, beim nächsten Mal gehen wir dann da rein. Dafür reicht die Zeit jetzt leider nicht mehr. Wir lösen dann noch ein Rätsel drin beim nächsten Mal und dann geht's weiter zum Transferkorridor. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham Asylum.